Hey, Veronika hier. Lass mich dir eine Frage stellen. Möchtest du gerne naschen, gerade jetzt zu Weihnachten, und in deinem Lieblingskleid richtig gut aussehen und in deinem Silvesterdress natürlich? Dann arbeiten wir doch dafür. Lass uns mit einem Bauchmuskelworkout starten. Wir machen jetzt ein Bauchmuskelworkout in 6 Minuten und wir starten mit der Aufwärmung. Greif dir dafür einen Stuhl und ein leichtes Gewicht. Okay, wir aktivieren auch jetzt schon die Bauchmuskeln. Immer das Bein zu dir hinziehen und der Fokus ist auf innen, innen, innen. Das merkst du schon in den Bauchmuskeln. Und zwar den Fuß jetzt immer zum Boden und jetzt nach oben und zwar in der Luft lassen. Und du merkst jetzt eigentlich schon, wie deine Bauchmuskeln sich aktivieren. Wir machen es ein bisschen schneller, damit wir warm werden. Und jetzt nach vorne, das gleiche, zusammen. Und leicht im Plié bleiben oder im Knie, das Knie beugen, das linke. Okay, andere Seite, das gleiche. Ausstrecken und zusammen. Rücken schön gerade ausatmen. Und jetzt den Fuß ein bisschen in der Luft lassen, also nicht mehr auf den Boden zurück. Und Fokus ist innen. Hier ist der Kern. Und nach vorne. Und stehen bleiben, leicht ins Knie gehen auf der rechten Seite mit dem rechten Bein. Okay, 1, 2, 3. Das war das letzte Mal. Und jetzt haben wir die Aufwärmung gemacht und wir gehen direkt in die Bauchmuskelarbeit rein. Okay, leichtes Gewicht und Stuhl wegtun auf die Matte. Auf den linken Arm, auf die linke Seite. Abstützen. Rechte Hand in die Hüfte stützen und jetzt immer nach oben, nach unten, nach oben und nach unten mit der Hüfte. Und Arm unter deiner linken Schulter lassen und ausatmen. Hier diese Workouts sind natürlich sehr, sehr wichtig, damit du dein Ziel erreichst. Aber 80% geht von der Ernährung aus. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du deine Traumfigur erreichen möchtest. Okay, jetzt merke ich es schon in der Seite. Okay, noch ein Achter. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Okay, ablegen, andere Seite. Schnell, schnell. Auf die rechte Seite, rechten Arm unter deine rechte Schulter. Füße übereinander, linken Arm einstützen und hoch und runter. Okay, du sollst jetzt auch schon schwitzen, ich schwitze auch schon. Du sollst das hier in der Seite merken, da zieht es jetzt richtig schön. Ausatmen, nicht vergessen. Okay, noch 4, 3, 2, 1. Okay, ablegen, einmal crisscross auf den Rücken legen. Beine anwinkeln und immer zum Ellbogen führen. Ja, das tut gut. Das ist Crisscross. Bauchmuskel einziehen und anspannen. Ja, wenn du das hier hinter dir hast, dann hast du dir auch Weihnachten und Silvester verdient. Wenn wir kein Weihnachten haben, dann natürlich auch, aber immer schön die Workouts regelmäßig machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer jeden Tag ein bisschen, jeden Tag ein bisschen besser. Und den letzten 8er, 4, 3, 2, 1. Okay, ach, lösen. Einmal ans Ende der Matte setzen. Jetzt kommt die filigranere Arbeit, Bauchmuskeln anspannen, alles ganz fest, Po anspannen,
Beine zu dir hinziehen. Hier, Po anspannen, Beine anspannen, in die Prayer-Position mit deinen Armen und deinen Händen gegeneinander drücken und immer nach rechts, links rotieren. Ja, das zwiebelt jetzt richtig schön. Das tut gut. Aber schön durchhalten, damit du auch dieses Workout machst und auch zu Ende machst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn es dir zu hart ist, natürlich kannst du ein paar Sachen auslassen. Aber versuche die Übungen auf jeden Fall durchzuziehen. Noch vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay, Beine ganz kurz ausstrecken. Hier ein bisschen oben bleiben. Wieder in die Prayer-Position. Drücken, 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 drücken. Hier richtig anspannen. Boah, das zieht jetzt richtig. Ausatmen und lösen. Und du hast es geschafft. Das war ein 6-Minuten-Workout. Jetzt kannst du dich noch dehnen, stretchen und glücklich sein, dass du das Workout gemacht hast. Ich sehe dich im nächsten Video. Schön, dass du dabei warst. Ciao.